Yo, was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer Lifestyle. Und heute kommt ein kleines Dankeschön nochmal für die 1000 Abonnenten. Ich habe ja schon mal 10.000 Sonnen verlost. Aber auf jeden Fall wollte ich mich nochmal mit etwas anderem bedanken. Das seht ihr in diesem Video. Bleibt einfach dran. Lasst auf Ehre auch ein Abo da und ein Like da. Tragt meinen Supporter Creator Code ein. Den blende ich jetzt hier im Bild ein. Der wird auch die Tage, vielleicht wenn das Video on ist, schon geändert sein. Der Name. So, auf jeden Fall wollte ich euch nochmal von Herzen danken für die 1000 Abonnenten. Mir stehen jetzt alle Türen offen. Support the Creator Code für alles. Danke. Custom Games kann ich machen. Ich komme euch so zurück. Mit den Creator Code Einnahmen werde ich auch wieder irgendwas verlosen und so. Und auf jeden Fall kann ich nur jedem danken. Und auf jeden Fall habe ich jetzt eine Map gebaut. Eine Sarg-Map. Auf jeden Fall hier. So startet man. Ich habe die auch gestern im Stream schon mal gezockt. Hier, wenn das andere YouTuber zocken wollen, ihr müsst Team 16 gehen und die anderen müssen Team 1 bleiben, die Zuschauer. So, dann mache ich jetzt auf jeden Fall mal einen Cut und starte das Spiel. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Wenn das Spiel gestartet ist, ich bin jetzt Zuschauer, dann hat man hier ein Mini in der Hand. Man kann es aber nicht nehmen. Man hat nur ein Leben. Wenn man stirbt, schaut man zu. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wenn ihr das als YouTuber spielt, also Team 16, da kann auch nur einer rein. Ich mache jetzt nochmal einen Cut und dann bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt hier Team 16. Ihr habt dann hier diese Waffen, habt unendlich Muni, könnt so schnell nachladen. Also seht ihr unten rechts, kann man direkt so nachladen. Und auf jeden Fall, ihr könnt bauen, ihr könnt Mats droppen, damit hier für die Zuschauer, dass die was bauen können. Und auf jeden Fall die Main Map hier, da müsst ihr. Warte, hier stand gerade. Okay. So, hier kann man rein. So, dann stellen sich hier die Zuschauer hin. 15 Blöcke. Könnt ihr auch Pause drücken und zählen, wenn ihr mir nicht glaubt. Weil einer bin ich ja und 15 sind ja die anderen. Das ist hier so ein Haus, wo man drin ist. Und ja, haben wir gestern schon mal gezockt. Eigentlich ganz nice. Könnt ihr hier zuschauen. Ich werde statt der Sniper vielleicht noch ein Jagdgewehr machen. Und dann nochmal veröffentlichen. Der Code bleibt der gleiche, Leute. Das heißt, wenn ihr den dann wieder eingibt. Oder halt zuletzt gespeicherte Map eingibt. Dann wird automatisch schon das Jagdgewehr dann drin sein. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr mit Jagdgewehr besser findet. Weil Sniper macht ehrlich eigentlich keinen Sinn. So, auf jeden Fall könnt ihr dann hier so machen. Lifestyle sagt einmal springen, einmal ducken, keine Ahnung. So, und dann hier kann man dann wieder zurück, ne? Und dann kann man hier rausgehen. Könnt ihr mir auch schreiben, wie ihr das Design findet? Ich habe hier auch lange gebaut wegen den ganzen Portalen und so. Das war auch ziemlich schwer. So, hier kann man auch natürlich nicht raus, Leute. Kann ich euch auch zeigen. So. Auf jeden Fall, Leute, kommt man dann hier normal raus aus so einem richtigen Palast. Und dann könnt ihr hier weitermachen. Hier sind dann 14 Steine. Halt, falls einer gestorben ist, könnt ihr hier schon machen. Hier könnte man sich theoretisch auch noch draufstellen. So. Könnt ihr machen, dass man sich hier draufstellen muss oder so. So, und dann könnt ihr hier die diversen Sachen machen. Eigentlich ist das voll die nice Map, finde ich. Haben meine Zuschauer auch so gesagt. Dann kann man hier runter. Und hier sich wieder hinstellen, das sind 10 Dinger, dann kann man hier so stehen und zuhören. So, auf jeden Fall. Hier, das war auch schwere Arbeit mit diesen Felsen, die alle aneinander zu kriegen. Hier ist nicht immer ganz sauber, seht ihr diesen Strich, aber tut mir leid. Und geht nicht besser, haben wir ewig probiert. Und hier wird auf jeden Fall weitergebaut, Leute. Und dass man das Holz auch nicht sieht, wird noch verbessert. Und wenn ich das weiterbaue, dann werde ich das einfach neu veröffentlichen. Und wenn ihr das wieder spielt, ganz normal, der Code bleibt der gleiche. Das heißt einfach, ihr spielt. Also ihr merkt es gar nicht, das wird automatisch so aktualisiert. So, nicht während ihr spielt, aber wenn ihr rausgeht, wieder rein, ist wieder neu, ne? So, ich werde jetzt mit der Zeit weiterbauen. Auf jeden Fall wollte ich euch das zurückgeben. Oben seht ihr den Code. Ich werde jetzt, ja. Auf jeden Fall, ist es jetzt schon veröffentlicht. Ihr könnt oben den Code eingeben. Dann auf Ehre auch mein Supporter Creator Code eingeben, weil ich habe euch jetzt so viel zurückgegeben. Den Creator Code blende ich jetzt hier nochmal ein. So, auf jeden Fall. Dann gibt es hier sowas. Wenn die zwei letzten überleben, könnt ihr sie ja fragen. Wenn die hier reinlaufen, das geht jetzt nicht, weil ich Team 16 bin. Das können nur die Zuschauer. Ich muss hier rein. So, dann spawnt ihr hier oben. So. Und die anderen spawnen jeweils unten. Den Schneemann mache ich auch noch weg, Leute. Keine Sorge, habe ich vergessen. Die anderen spawnen dann unten. Einer hier und einer in einem anderen Raum. Die spawnen dann hier. Und haben dann statt dem Mini nur noch einen Schneemann in der Hand. Und da sie ja im selben Team sind, können sie sich nicht spitzhacken. Deswegen werfen sie sich mit Schneemannern ab. Und der, der halt als letztes, also der nicht getroffen wurde, hat halt gewonnen.
Oder als kleines Secret, Leute. Hier sind Reifen. Wenn ihr X drückt, während ihr springt, könnt ihr auch da ganz hoch kommen. Ja, egal. So, auf jeden Fall würde ich sagen, das war's dann mit dem Video, Leute. Vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video am besten auch mit euren Freunden, weil falls ihr auch jemand kennt, der ein bisschen, der halt YouTuber ist, kann der das ja auch zocken und bewerten mal. Und ihr könnt mir auch eure Maps einsenden, falls ihr welche veröffentlicht habt, dann tue ich die mal bewerten. Können wir so ein Format machen. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und tschüss.